Selten war ein Riss so sichtbar. Hinten Triumph, vorne Enttäuschung. Die Unterlegenen zwischen Resignation und Rauflust. Die CDU hat hier definitiv eine Chance verpasst, eine Zäsur einzuleiten. Ich gehe davon aus, dass sie den Kurs von Merkel weiterführen wird. Und das geht nicht. Der Kampf geht erst los. Wir haben zwar eine Schlacht verloren, aber keinen Krieg verloren. Sein Ausflug auf die bundespolitische Bühne endet. Und mit ihm wenig später langjährige CDU-Mitgliedschaften. Es gibt Rückmeldungen von Kreisverbänden, gerade in Baden-Württemberg, wo auch zahlreiche Austritte zu vermelden sind. Da sind Mitglieder dabei, die 3 bis 4 Jahrzehnte auch in der Kommunalpolitik aktiv waren. Die Frustrierten. Sie mitzunehmen, die größte Herausforderung für die Neue und ihren Generalsekretär Paul Ziemiak. Schon stellen die Unterlegenen Forderungen. Die Partei will nicht einfach ein weiter so. Die Aufgabe der neuen Vorsitzenden ist natürlich auch, jetzt dafür zu sorgen, dass die 50%, die sie nicht gewählt haben, überzeugt werden. Und das bedeutet programmatisches Angebot, das bedeutet nicht Freundlichkeit. Aus den Worten spricht die Enttäuschung einer Männerseilschaft, die wieder verloren hat, wieder gegen Angela Merkel. Jede Nachfrage kann da eine zu viel sein. Das heißt, Sie sehen das nicht als endgültige Niederlage? Ich habe keine. Alles klar. Gut, Herr Koch. Das Profil. Noch ist das ein Rätsel. Wofür genau steht Annegret Kramp-Karrenbauer? Seit Wochen versucht sie vor allem, ein Etikett loszuwerden, auch auf dem Parteitag. Ich habe viel gelesen, was ich bin und wie ich bin. Mini, eine Kopie, ein einfaches Weiter-so. Liebe Delegierte, ich stehe hier, so wie ich bin und so, wie mich das Leben geformt hat. Noch gehört das Ungefähre zu ihrer Strategie. Beispiel Dienstpflicht. Sie ist dafür, ohne zu sagen, wie diese aussehen soll. Beispiel Ehe für alle. AKK ist dagegen, will die Rechtslage aber akzeptieren. Beispiel Flüchtlingspolitik. Darüber soll die Partei nun diskutieren. Die Machtmaschine CDU entdeckt die Lust an der Debatte. Es gilt eine Reihenfolge. Und die Reihenfolge heißt, zuerst die Diskussion in der Partei, dann die Entscheidung in der Partei, dann die Umsetzung in der Fraktion und dann kann es in der Regierung gemacht werden. Hier soll nun die Macht sitzen im Adenauerhaus. Erst die Partei CDU first, dann irgendwann Kanzleramt second. Ein Wagnis. Die Schwesterpartei hofft bereits darauf, dass die Neue den Kurs der Alten korrigiert. Jeder Parteivorsitzende hat seine Zeit. Und es kommt darauf an, dass wir denjenigen, die in der Migrationsfrage von bestimmten Sorgen getragen sind, denen ein ganz konkretes politisches Angebot machen, was diese Sorgen auch aufnimmt und löst. Der Osten. Hier war Merzland. Nun muss sich Kramp-Karrenbauer messen lassen an den Landtagswahlen im Herbst 2019. Dass sie alleine im Kampf gegen die AfD die Wende bringt, trauen ihr viele nicht zu. Es wird schwieriger, das jetzt auch an die Menschen heranzubringen, das ohne Zweifel. Bei Friedrich Merz hat man mehr zugehört. Friedrich, wir brauchen dich. Unterstütze bitte Mike Moring in Thüringen, damit der Ministerpräsident wird, und Michael Kretschmer in Sachsen, damit der Ministerpräsident bleibt. Nichts deutet aber bislang darauf hin, dass Friedrich Merz sich groß für seine Rivalin engagieren wird. Zurück bleibt eine Vorsitzende auf Bewährung und eine zerrissene Partei.